Der K2 Wayback war heute mein Highlight. Das ist ein Ski eigentlich wie ein guter Spezl. Der ist in eigentlich jeder Lebenslage ganz gut aufgehoben. Es ist jetzt nirgendwo der richtige Spezialist, würde ich sagen. Aber ist eigentlich sehr dankbar zu fahren. Er verzeiht auf jeden Fall auch den ein oder anderen Fehler und auch bei schwierigen Verhältnissen sicherlich ein gut zu fahrender Ski. Ist in der 177er Länge und der 96er Breite. Für mich jetzt schon fast so ein bisschen ein Free-Tourer vielleicht, weil er einfach echt super laufruhig ist. Es ist nicht der leichteste Ski. Also für ganz ausgedehnte, vielleicht auch hochalpine Touren ist es in der Variante vielleicht nicht das ideale Gerät, aber man kann sicher einige Höhenmeter damit machen, auch da sehr gut aufgehoben und vor allem in der Abfahrt ist er dann einfach echt schön zu fahren, sehr dankbar. Auch mal größere Radien, ein bisschen mehr Geschwindigkeit verträgt der Ski, weil er einfach doch sehr robust auch in der Konstruktion ist. Also das Fazit zu dem Ski ist, dass das einfach einer ist, der für jede Lebenslage herhält. Also wenn man sehr abwechslungsreiche Touren geht, ist das sicher ein Ski, der da viele Bereiche gut abdecken kann. Und deswegen würde ich das demjenigen empfehlen, der sagt, er kommt hin und wieder mal zum Skitouren gehen und möchte da unterschiedliche Sachen machen. Mal auf der Piste rauf, mal eine Tour abseits gehen, vielleicht auch bei widrigen Verhältnissen. Der Ski ist einfach richtig gut in allen Skitouren-Lebenslagen.